Hallo meine Lieben, willkommen bei Lana Tessa Beauty Zeugs und so. Und es geht weiter mit Adventskalender Unboxings. Und zwar habe ich hier von der Firma MeIn oder von der Homepage MeIn den Adventskalender. Das ist ein koreanischer Adventskalender mit koreanischen Pflegeprodukten. Die Seite kenne ich nicht, also ich habe sie noch nie, ich kannte sie vorher nicht. Ich bin ganz zufällig drauf gestoßen, als ich nach Adventskalendern gegoogelt habe. Dann wurde mir halt dieser Adventskalender angezeigt und ja, der soll halt voller koreanischer Pflegeprodukte sein. Auf der Seite kann man halt grundsätzlich nur koreanische Pflegeprodukte kaufen, so ähnlich wie YesStyle. Keine Ahnung, ob das mit YesStyle mithalten kann. Der Kalender von YesStyle ist ja unmöglich zu bekommen, der ist ja ständig ausverkauft. Ja, so schaut das gute Stück aus. Ziemlich schwer. Ist halt so ein... Oh Gott. Also den Preis blende ich euch hier irgendwo ein. Habe ich vergessen, was das kostet. Ich mache das hier mal auf. Oh, geh auf. Das gibt's nicht. Nein. Oh Gott, oh Gott. So. So schaut das Ding von innen aus. Da sind halt solche kleinen Schubladen drin, die man rausziehen kann, mit Nummern drauf und mit ein bisschen koreanischer Schrift. Ich weiß zwar nicht, was das hier bedeutet. Ups. Aber hier ist überall irgendwas noch so ein bisschen auf Koreanisch drauf geschrieben. Okay, stellen wir erstmal zur Seite, weil das ist unhandlich und schwer. So, darüber hinaus habe ich noch ein paar Proben bekommen. Einmal von Claire's. Die Claire's Rich Moist Shooting Cream. Also so eine Creme fürs Gesicht von der Firma Son & Park Beauty Filter Cream Glow. So schaut das aus. Das ist Korean Allure Award Winner 2018 war diese Creme. Mhm. Keine Ahnung. So, dann nochmal hier so eine kleine Probe. Kakao Moist and Milk Cream von Benton. Mhm. So, dann gibt es hier noch einen kleinen Flyer. Das lese ich euch immer ganz kurz vor. Der Traum eines jeden koreanischen Kosmetikfans ist es, auf den Straßen von Seoul, wird das geschrieben, keine Ahnung, von den Straßen von Seoul einkaufen zu gehen und die Produkte seiner Träume zu finden. In diesem Jahr wird dieser Traum wahr. Dank unseres Adventskalenders 2020 fühlst du dich, als würdest du durch die beleuchteten Straßen von Seoul schlendern und spektakuläre Produkte finden, die deine Haut Tag für Tag verwöhnen. Am 1. Dezember fangen wir an, gemeinsam täglich ein Türchen zu öffnen. Wenn du nicht möchtest, dass wir dir die 24 Überraschungen im Voraus enthüllen, lies nicht weiter. Naja, lesen tue ich es nicht. Ich mache den Adventskalender einfach auf. Hier sind noch die ganzen Inhaltsstoffe von allen Produkten, nehme ich mal an. Und hier ist noch so eine kleine hübsche Karte mit einem hübschen Bild. Ja, das kann man sich dann halt nochmal einrahmen. Hat man einfach ein hübsches Motiv zum Aufhängen. Okay, so, das war's. Und jetzt geht's mit dem Adventskalender los. So, Türchen Nummer 1. Hier drin ist so eine kleine Creme. Aromatica Orange Cleansing Sherbet Vegan Formula. A unique oil balm type cleanser formula with citrus oil gently removes makeup. Okay, das ist ein kleines Cleansing Balm. Mal gucken, ob das nach irgendwas riecht. Nö, riecht neutral. Hier sind 12 Gramm drin. Genau, und das ist von der Firma Aromatica. Orange Cleansing. Aber sollte das nicht nach Orange dann riechen? Ja, doch, ein klein bisschen. Doch, es riecht ein bisschen nach Orange. Sehr, sehr mild. Ja, so ein kleines Cleansing Balm. Die Marke kenne ich nicht. Gut, ich kenne nicht alle koreanischen Marken, aber die meisten kenne ich zumindest vom Namen. Aber Aromatica sagt mir persönlich nichts. Und dann geht es weiter mit Türchen Nummer 2. So, hier drin ist so eine kleine Tube.
Von der Marke Make Prime. Das wird sehr eigenartig geschrieben. Make, dann P, dann Doppelpunkt und dann Rheem. So, das ist ein Low Irritation and Mild Acid Foam. Okay, das ist ein Reinigungsschaum. pH 5,5, also pH hautneutral, das ist schon mal sehr gut. Save Me Relief Moisture Cleansing Foam, 20 Milliliter. Okay, das heißt, das war Schritt 1, koreanische Reinigung, und das ist halt Schritt 2. Also man benutzt in Korea immer zuerst so ein Balm oder Öl, um das Make-up zu entfernen, und danach halt ein Foam, also ein Schaum, um ja die Reste vom Öl zu entfernen. Das ist schon mal sehr, sehr cool. Marke Make Prime kenne ich auch nicht, sagt mir nichts, aber ist auf jeden Fall cool, so ein zwei Schritte Pflegeroutine bzw. Reinigungsroutine. Das ist schon mal sehr, sehr cool. So, dann geht es weiter mit Türchen Nummer 3. Also, okay, also hier drin ist so eine kleine Flasche. Petting Splash Mask Soothing Healthing Green Tea for Oil Controlling Pore Clarifying. Was ist das? Petting Splash Mask. Petting Splash Mask, was soll das sein? Eine Maske? Aber die ist doch flüssig. Ist das ein Toner? Das ist von der Marke Blithe. 14 Milliliter. Dilute Petting Splash Mask with Water. Splash Liquid Interface for 15 Seconds. Okay, das ist eine Maske. Hä? Ich verstehe das nicht. Man verdünnt es mit Wasser, oder wie soll man das verstehen? Und dann tut man sich das für 15 Sekunden ins Gesicht. Und danach wäscht man das runter? Ich habe keine Ahnung. Muss ich nochmal googeln. Also ich habe wirklich nicht die leiseste Ahnung, was das sein soll. Das ist halt flüssig wie Wasser, also wie ein Toner. Aber es ist eine Maske. Das ist sehr, sehr eigenartig. Marke kenne ich wieder nicht. Keine Ahnung. Ich werde es auf jeden Fall googeln. Ich bin sehr. Ah, Moment. Ich sehe gerade, hier ist so ein Strich. Genau in der Mitte, und da steht One Use. Das heißt, dieses Fläschchen soll für zwei Anwendungen reichen. Also die Hälfte ist One Use. Also man soll die Hälfte davon benutzen für eine Anwendung. Die Hälfte ist sehr viel. Wie benutzt man das? Also man tut das aufs Gesicht? Kein Plan. I don't know. Okay, machen wir weiter. So, dann geht's weiter mit Türchen Nummer 4. Hier drin ist eine Maske, glaube ich. Deep Hydrating Facial Mask. The Skin Lounge. Das ist diese Stadt, ne? Das ist Französisch, das verstehe ich nicht. The Skin Lounge offers an exclusive set of facial mask sheets for a complete skin care program. Fitting perfectly the face contour. The deep hydrating mask recharges moisture to dry and raw skin, providing long-lasting radiance and hydrating with no need to rinse off. Okay, es ist eine Tuchmaske. Die lässt man 15 bis 20 Minuten drauf. Und so weiter. Genau. Okay, also hier ist eine kleine Tuchmaske drin von der Firma The Skin Lounge Sol 012. Marke sagt mir wieder absolut gar nichts. The Skin Lounge habe ich noch nie gehört. Aber es ist eine Tuchmaske, und Tuchmasken sind immer gut, und koreanische Tuchmasken sind sowieso immer gut. Also, das ist schon mal gut. Türchen Nummer 5. Hier ist wieder was Kleines drin. Also bis jetzt waren keine Full-Size-Produkte, außer die Tuchmaske. Bis jetzt waren alles so kleine Proben. Was hatten wir denn hier? 14. Hier waren 20 Milliliter, also so 15, 20 Milliliter Produkte waren hier drin. Also Full-Size scheint hier nicht drin zu sein. So, was haben wir hier? So schaut das aus, wieder so ein kleines Fläschchen. Hier sind 20 Milliliter. Benton Fermentation Essence. Benton Fermentation Essence ist a premium first essence containing Galactomycin Ferment Filtrate. Oh je, Bifidefirmal, bla 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 bla.
This Essence helps to achieve moist and youthful skin. Es ist eine Essenz. Eine Essenz kommt in der koreanischen Hautpflege nach Balmreinigung, Formreinigung, Peeling, Toner. Danach kommt die Maske, also die Tuchmaske, und danach kommt die Essenz, wenn ich mich nicht täusche. Vielleicht aber auch umgekehrt. Also das ist so Schritt 5 oder so in der koreanischen Reinigung. Von der Firma Benton, glaube ich. Ja, Firma heißt Benton. Okay, das ist so eine milchige Flüssigkeit. So eine halb durchsichtige. Ah, okay, das ist so ein bisschen... Na, okay, das ist nicht so zäh wie ein Serum. Ja, so ein sehr, sehr, sehr flüssiges Serum. Also so ein Zwischending zwischen Toner und Serum. Deswegen kommt das halt nach dem Toner und vor dem Serum. Das ist halt so ein koreanischer Pflegeschritt, den man in Europa so gar nicht kennt. Es zieht gut ein, ist matt auf jeden Fall. Klebrig ist das jetzt auch nicht. Also es ist ein sehr flüssiger, sehr, sehr leichter Toner. Nicht Toner. Serum. Genau, der halt nach dem Toner und vor dem dickflüssigen Serum kommt. Okay, cool. Also Essenzen sind sehr schwer zu bekommen. Es gibt sehr wenige Marken, die wirklich Essenzen rausbringen. Von meisten Marken bekommt man zwar einen Toner, Reinigungsgedöns, Serumcremes, aber es gibt so gut wie nie Marken, die diesen Zwischenschritt, also diese Essenz rausbringen. Von daher, das ist schon mal sehr cool zu haben zum Ausprobieren. Aber die Wirkung wird jetzt sich nicht großartig von einem Serum unterscheiden. Von daher, also es ist halt einfach nur Feuchtigkeit spenden und so weiter und so fort. Ja, also die Marke kenne ich nicht. Ein Serum hatte, Quatsch, eine Essenz hatte ich in dem Sinne auch noch nie. Ich benutze halt ein sehr dünnes Serum als Essenz, als diesen Zwischenschritt. Von daher finde ich sehr cool, mal so etwas zu besitzen und so etwas mal wirklich zu testen. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. So, Türchen Nummer 6. Hier ist ein Öl drin. So ein kleines Fläschchen wieder. Und zwar, okay, von der Firma Orang Glow Öl Serum. 3 Milliliter. Ich kann das nicht lesen, das ist so klein. Direction apply 1-2 drops onto skin after toner. Okay, genau, also das ist halt ein kleines öliges Serum. Ich teste das mal eben kurz. Das riecht sehr... Wonach riecht das denn? Auf jeden Fall sehr pflanzlich, nach irgendeinem Kraut. Ich komme nicht drauf, was das sein soll. Ja, so richtig kröterig und pflanzlich, sehr intensiv. Ja, ist ein leichtes, öliges Finish. Ja, also es ist halt ein öliges Serum. Eher für trockene Haut, würde ich sagen. Oder halt bei öliger Haut vielleicht eher als Nachtpflege. Also ich würde das jetzt, glaube ich, nicht als Tagespflege benutzen, weil meine Haut ölt auch so extrem stark nach im Laufe des Tages. Aber nice to have, nice to ausprobieren. Das war jetzt dumm. Okay, Marke sagt mir wieder gar nichts. Größe ist winzig, also 3 Milliliter. Okay, man benutzt nur ein paar Tropfen davon. Aber wie gesagt, also Full Size hat man bis jetzt noch nicht, außer diese Tuchmaske. Aber wie willst du auch eine Tuchmaske zerteilen, ne? So, es geht weiter mit Türchen Nummer 7. Ist ein klein bisschen was Größeres drin. Also sieht zwar nicht nach Full Size aus, aber es ist zumindest nicht winzig, winzig klein. Also von der Firma 11 Village Factory oder so. Geek Crazy Lab. That geeks strange experiments that strive to develop the best cosmetic that is faithful to the original intent. Ich habe nichts verstanden, ehrlich gesagt. Moisture Eye Cream. Ach, das ist eine Augencreme. Ach, cool, das ist doch ein Full-Size-Produkt. Aha. Okay, also das ist so eine Tube.
Die ist ziemlich groß für eine Augencreme. Von der Marke 11 Village Factory. Sagt mir nix. 30 Milliliter made in Korea. Okay, das sind 30 Milliliter von einer Augencreme. Das ist nicht einfach nur ein Full-Size-Produkt, das ist ein riesiges Full-Size-Produkt. Cool. Hier ist so ein komisches Gesicht von so einem verrückten Mann. Der, was macht der? Schreit er? Sieht ein bisschen aus wie... Wie heißt der Typ? Einstein? Genau, sieht so ein bisschen aus wie Einstein. Keine Ahnung, aber sieht lustig aus. Okay, cool. Machen wir weiter. Dann geht's weiter mit Türchen Nummer 8. Das ist ein bisschen größer. Das riecht so ein bisschen durch die Verpackung durch. Auch so ein bisschen kräuterig, wenn ich mich nicht täusche. Gold Brief. Nee, Quatsch. Gold Bre. Ich weiß nicht, wie man das liest. Gold Brev. Es wird B-R-E-W geschrieben. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Rosemary. Balancing Sculpt Pack. Aha. Charcoal. Rated Green. 50 Milliliter. Das ist für die Kopfhaut. Eine Rosmarin-Maske. Für die Kopfhaut. Um die Kopfhaut zu auszubalancieren. Interesting. Okay. Rated Green Cold Brave. Rosemary Balancing Sculpt Pack. How to use. After shampooing, apply generous amount to clean wet scalp and hair. Also auf Kopfhaut und Haare. Gently massage and leave on for 5 minutes. Rinse swiftly with warm water. Also einfach nach dem Haarewaschen ins Haar geben, vor allem auf die Kopfhaut, aber auch ins Haar. 5 Minuten einwirken lassen, auswaschen. Das ist eine Haar- und Kopfhautmaske. Rosemary. Was ist das? Rosmarin? Ich weiß nicht, aber es riecht... Ne, jetzt rieche ich nur die Verpackung. Keine Ahnung. Aber hier steht auch Charcoal. Also da ist wohl auch Aktivkohle drin. Und die ist halt schwarz. Also wird das auf jeden Fall irgendwas mit Aktivkohle drin sein. 50 Milliliter. Das ist eigentlich nur so ein Päckchen, aber ich sehe gerade, das hat hier drin so einen Verschluss. Das heißt, wenn man das aufgerissen hat, kann man es verschließen und mehrmals benutzen. Das heißt, das ist nicht nur für eine Anwendung, sondern ja, je nach Haarlänge kann man das halt, ja, vielleicht, naja. Also bei mir reicht es wahrscheinlich höchstens für 2 Anwendungen. Bei kurzen Haaren kann man das schon mal 3 oder 4 Mal benutzen. Ja, cool, eine Haarmaske. Von der Firma Gold Brief, keine Ahnung. Kenne ich wieder nicht. Hört sich sehr spannend an. Ist halt nicht nur für Haare, sondern vor allem für die Kopfhaut. Sehr, sehr, sehr cool und sehr interessant. Freue mich drauf. Türchen Nummer 9. Ist wieder etwas winzig Kleines drin. Uff, da steht ja gar nichts drauf. Also hier oben. Von der Firma Orang. Orang hatten wir schon. Dieses kleine Öl war auch von Orang. Genau, das ist jetzt von derselben Marke. Rose Ceramide Cream, 5 Milliliter. Und sonst steht hier nur auf Koreanisch. Und sonst steht hier gar nicht drauf. Also eine Rosenceramide Creme. Ich gehe mal davon aus, das ist fürs Gesicht. Das sind 5 Milliliter, es ist winzig, winzig klein. Mal gucken. Ist auf jeden Fall unparfümiert. Riecht ein bisschen fettig. Ah, teste ich mal kurz die Konsistenz. Oh ja, das riecht extrem fettig. Ja, das, also der Geruch ist widerlich, ehrlich gesagt. Sehr, sehr reichhaltig. Also ich denke mal, auch eher was für trockene Haut, beziehungsweise man kann das halt natürlich immer als Nachtpflege benutzen. Es ist auf jeden Fall definitiv zu 100% unparfümiert, weil es stinkt widerlich. Ja, es ist eine reichhaltige Creme fürs Gesicht, gehe ich mal von aus. So, dann geht's weiter mit Türchen Nummer 10. Das ist sehr flach, da ist auf jeden Fall irgendeine Maske drin. Okay, so schaut das aus. Let it melt on your hand. Das ist eine Handmaske. Melting Mask for Hand. Von der Firma Love Bob. 2 Sheets. Also 2 Tücher. Was sind das? So Handschuhe wahrscheinlich, oder? Keine Ahnung. Let it melt on your hand. Love Bot Melting Mask for Hand.
Anti-Aging, Anti-Wrinkle, Brightening, Moisturizing. Oha. Eine Handmaske für gegen Hautalterung und gegen Falten auf den Händen. Ja. Wird langsam Zeit, sowas zu benutzen. Apply on clean dry skin, open packet and separate two mask sheets. Remove the transparent film and apply mask sheet evenly on each hand. Right and left sheet should be attached to the corresponding side of your hand. Gently remove the translucent film and position mask sheets to fit your hands as illustrated. As illustrated? Ach so, da sind Bildchen, okay. Ach, da sind nur solche kleinen runden Teile, die man sich nur hier so drauf packt. Das geht gar nicht über die ganze Hand, sondern es ist nur so eine Handmaske, die man hier so auf den Handrücken drauf packt. Und das lässt man 20 bis 30 Minuten einwirken. Ich dachte, da sind so Handschuhe drin. Aber das ist nicht so. Da sind so kleine runde Teile, die man einfach nur hier drauf legt. Und dann soll das hier die Handfläche pflegen. Sehr interessant. Ich finde es gerade ein bisschen komisch. Aber okay, ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Lustig. Noch nie so ein Produkt gesehen. Finde ich witzig. Okay, Marke kenne ich wieder nicht. Produkt habe ich so auch wirklich noch nie in meinem Leben gesehen. Sehr interessant. So, Türchen 11. Hier ist eine kleine Tube drin. White in Milk Whipping Foam Cleansing G9. G9 Skin. Ja. Das ist ein Cleansing fürs Gesicht, also ein Schaum. Nicht einfach nur ein Schaum, ein Whipping Foam. Whipping Cream heißt doch Schlagsahne, oder? Also aufgeschlagener Schaum soll das wohl bedeuten, wenn ich das richtig verstehe. Milk Protein Based Cleansing Foam that brighten and moisturize your skin while removing dirt and dead skin cells. Apply the product to your hand and lather. Was ist lather? Also lather heißt Schaum. Das ist einfach nur Google Translated hier, der Satz ergibt keinen Sinn. Egal. Apply the product to your hand and lather. Punkt. Gently massage your face and then rinse in lukewarm water. Okay, das ist auf jeden Fall fürs Gesicht. Also man tut den Schaum auf die Hände, logischerweise, und tut das danach ins Gesicht. For moisturize your skin. Okay, das ist hautaufhellend. Entfernt Dreck und abgestorbene Hautzellen. In den Händen aufschäumen, aufs Gesicht geben und mit lauwarmem Wasser abspülen. Okay, das ist ein Reinigungsschaum fürs Gesicht nochmal. Ein Reinigungsfoam hatten wir schon mal. Und hier haben wir noch ein zweites. Hier drinnen sind 20 Milliliter. Genau, von der Firma G9 Skin. Noch nie was von gehört. Schon wieder. Interessante Marken auf jeden Fall. Aber ich bin ein bisschen verwundert, dass hier nicht die klassischen koreanischen Marken drin sind, die man kennt, die man haben will. Gut, muss ja nicht heißen, dass es schlecht ist. Vielleicht sind das auch super teure und super coole Marken, die nur in Korea bekannt sind. Keine Ahnung. Aber bis jetzt war noch kein einziges Produkt von keiner Marke dabei, die mir irgendetwas gesagt hat. Was ein bisschen komisch ist, weil ich hatte eigentlich so ein bisschen gehofft, hier so die gehypten koreanischen Produkte wiederzufinden. Ist bis jetzt nicht der Fall. So, machen wir weiter mit Türchen Nummer 12. Hier ist wieder so eine kleine Tube. Okay, also das ist von der Firma Suntique? Suntique? Keine Ahnung. I'm Pure Perfect Sika. Aha, das ist mit Sika ist auf Deutsch Centella Asiatica? Oder wie heißt das Ding? Ja, Centella, genau. Also, das ist mit Lichtschutzfaktor 50 plus Suncare A to Z, Suntique, I'm Pure Perfect Sika.
Non-Chemical UV-Filters, Sika-Komplex, Natural Tone Up, Zero Synthetic Fragrance, Mild but Strong, Pure Solution for Sensitive Delicate Skin, for External Use Only, apply liberally 15 minutes, liberally 15 minutes before sun exposure. Sorry, kein Plan. 15 Milliliter, not for sale. Not for sale stand übrigens auf fast jedem Produkt hinten drauf. Okay, also, es ist ein Sonnencreme, wie heißt das? Sonnenschutz von der Firma Santique. Und zwar mit Centella drin. Das ist parfümfrei. Das ist für sensible Haut geeignet, das ist super stark, also Lichtschutzfaktor 50 plus, nichts Chemisches drin, bla 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 bla, genau. Okay, also ein Sonnenschutz und zwar 15 ml, genau, 15 ml, so ein kleines. Ich teste das mal eben kurz, ach, das versiegelt. Ich will wissen, ob das ein weiß, wie heißt das, so eine weiße Schicht hinterlässt oder ob das gut einzieht. Ich probiere das mal. Mal aus. Das ist nicht schlecht. Das ist eine angenehme Sonnenmilch, die gut einzieht und keinen weißen Schleier hinterlässt. Mhm. Okay, das ist cool. Sehr, sehr cool. Sehr stark, für sensible Haut geeignet und ein schönes, angenehmes Finish. Sehr cool. Okay. So, dann geht's weiter mit Türchen Nummer 13. Hier drin ist so ein kleines Fläschchen von der Firma Aromatica. Das hatten wir in Türchen Nummer 1. Was war das denn? Genau, das war dieser Cleansing Balm. Das war dieselbe Marke. So, und zwar Reviving Rose Infusion Treatment Toner. Ah, okay. Das ist ein Toner. Das sieht total interessant aus. Das ist so eine pink-milchige Flüssigkeit drin. Noch nie einen Toner in so einer Farbe und Formulierung gesehen. Total lustig. Reviving Rose Infusion Treatment Toner. Infused with Damask Rose Water and Bulgarian Rose Öl. This Reviving Toner restores the skin to its natural glow. Shake well before use. Apply morning and evening to cleanse skin before moisturize. Alles klar. Also mit Rosen, Damaskrose und bulgarische Rose ist hier drin. Deswegen ist es auch rosafarben. Hier ist sehr viel Rose drin. Riecht das nach Rose? Mhm. Ja, das riecht nach Rose. Aber nicht nach süßer Rose, sondern nach so, ja, dieser typische Seifengeruch. So riecht das. Also eher so ein frischer, seifiger Duft. Aber definitiv nicht irgendwie super lecker und süß nach süßen Rosen oder so. Aber es ist halt ein Toner, das hatten wir hier noch nicht. Genau, finde ich auf jeden Fall cool. Also wir hatten bis jetzt wirklich, glaube ich, so ziemlich alle Pflegeschritte, die man in der koreanischen 10-Pflegeroutine benutzt, hatten wir schon dabei, bis auf den Toner. Jetzt haben wir auch einen Toner dabei. Und dann geht es weiter mit Türchen Nummer 14. Hier drin ist so eine kleine Tube, das ist wieder von Make Prime. Genau, von Make Prime hatten wir diesen wie heißt das? Reinigungsschaum mit pH 5,5. Das war in Türchen Nummer 2. Und hier haben wir das passende Produkt, also dieselbe Linie auf jeden Fall. Only 12 ingredients, but with moisturizing effect. pH 5,5. Save Me Refill Moisturizer Cream 12, 10 ml. Das ist eine Tagescreme. Mit nur 12 Inhaltsstoffen. Haut pH neutral, Relive Moisture Cream 12. Alles klar. Also das war halt zu reinigen, ein Reinigungsschaum. Und hier haben wir die Tagescreme dazu. Auf der Rückseite Moisturize Cream with a Gentle Formula. How to use after using Essence. Evenly apply to face. Okay, hier steht sogar drauf, das soll man nach der Essence benutzen. Mhm. Genau, also das heißt Gesicht reinigen, bla bla, Toner, Essenz und danach kommt das drauf. Cool. Cool.
So, Türchen Nummer 16. Hier haben wir so ein kleines Fläschchen. Hier ist wieder was von Orang. Das hatten wir schon zweimal. Natural Cleansing Öl. Ah, okay, cool. 20 Milliliter. Das ist halt ein Reinigungsöl. Auf der Rückseite Direction. Apply 2-3 Pumps to dry skin. Massage gently and wash off with warm water. Genau, also das Reinigungsöl, das benutzt man auf trockene Haut. Das passiert man in die Haut ein, bis sich das ganze Make-up abgelöst hat. Und danach wäscht man das mit warmem Wasser ab. Sehr cool. Finde ich sehr, sehr cool. Sowas mag ich total gerne. Bin sehr gespannt, wie mir das zusagt. Also ich mag Balms grundsätzlich lieber als Öle. Aber es kommt natürlich immer auf das Produkt selber an. Ja, finde ich sehr, sehr cool, sowas mal wieder auszuprobieren. Habe ich schon lange nicht mehr benutzt, ein Öl, weil ich in letzter Zeit nur noch Balms benutze. Aber ich freue mich drauf. So, Türchen Nummer 15. Was haben wir hier? Ah, Mizone. Ha, eine Marke, die ich gerne nicht werde. Ich werde bekloppt, ey. Multifunction Formula. Snell Repair Eye Cream. Oh, wie cool. Ich glaube, ich habe diese Creme. Snell Repair Eye Cream. Habe ich die? Nee, aber die ist goldfarben. Ich habe eine blaue. Ha. Okay, machen wir die erstmal auf. Multifunction Formula Snell Repair Eye Cream von Mizone. Endlich eine Marke, die ich kenne. Ich bin gerade total. Auf der Rückseite steht nichts auf Deutsch oder Englisch, alles nur auf Koreanisch. 15 Milliliter, also eine weitere Augencreme mit Snail, wie heißt es, dieses Schnecken, weiß nicht, Essenz, Schneckengedöns, keine Ahnung. Also die Marke ist auf jeden Fall bekannt. Ich kenne sie, ich habe eine Augencreme von der Marke. Die mag ich gerne. Das ist nicht dieselbe Creme, also das ist jetzt eine goldene Tube. Ich habe so eine super dunkelblaue. Ich weiß auch gar nicht, ob da was mit Schneckensens drin ist oder... Ah nee, Quatsch, nee, ich glaube, da ist Kollagen drin. Irgendwas... Oh, ich weiß nicht mehr. Doch, Kollagen ist da drin, genau. Und das ist jetzt nochmal mit Schneckengedöns. Finde ich sehr, sehr cool. Schneckengedöns, oder wie, ich weiß nicht, wie man das jetzt auf Deutsch übersetzt, mag ich super gerne in Produkten. Ich finde, die machen so eine schöne Haut. Das ist eine Augencreme, auf die ich mich extrem freue gerade. So, Türchen Nummer 17. Aha, hier haben wir wieder von der Marke 11 Village Factory Body Oil Cream. Okay, das ist was für ein Körper. Hier haben wir wieder diesen lustigen, schreienden Mann, der aussieht wie Albert Einstein. So, machen wir mal kurz auf. So schaut die Tube aus, weiß, da steht nichts drauf, hinten ist alles nur auf Koreanisch, 30 Milliliter. Ja, das ist ein Body Lotion oder Body Öl, Body Öl Cream, okay. Gucken wir mal, das ist versiegelt, aber das mache ich auf jeden Fall auf. Riecht nach nichts. Boah, schwierig rauszubekommen. Auf jeden Fall etwas fest, also es ist keine Lotion, ist auf jeden Fall eine Creme. Oh, riecht angenehm, bisschen frisch, zitrisch, fruchtig, ja doch, zitrisch würde ich sagen. Direkt nach dem Einmassieren riecht man die schon nicht mehr, das verfliegt sehr, sehr stark. Ist auf jeden Fall sehr, sehr pflegend, schon ein bisschen zu pflegend für meinen Geschmack. Also ich benutze eher so ganz, ganz flüssige Bodylotions, die sehr, sehr schnell in die Haut einziehen und halt keinen Film auf der Haut hinterlassen, das hinterlässt schon einen cremigen Film auf der Haut, also eher auch was für Trockenhaut, würde ich sagen. Ja, aber finde ich ganz cool. So, Türchen Nummer 19, ist ein bisschen was größer. Hier haben wir von Mizone, yes! Oh, das ist cool. Multifunction Formula All-in-One Snail Repair Cream. Auch wie cool, das finde ich gerade mega. Das ist die passende Gesichtscreme von Mizone. Wir hatten ja gerade die Augencreme davon. Und hier haben wir eine Tagescreme. Hier sind 35 Milliliter. Das ist auf jeden Fall ein Full-Size-Produkt. Ist eine typische Größe für eine Gesichtscreme. All-in-One, Snell Repair, ja. Ach, hier steht was auf Deutsch. Moment. High Concentration of 92 Snail Munich Promotes Skin Rejuvenation and reduce the appearance of scars and blemishes. Oh mein Gott.
Das entfernt sogar, wie heißt das, Narben und Pickel oder Pickelmale, ich weiß nicht. Das hat 92% dieses Schneckendingsbums. Crazy. Es besteht nur aus diesem Schneckenschleim. Okay. Aha. So schaut das aus. Das hat so eine. Ah, schön. Eine super wässrige, gelige Konsistenz. Ich liebe Cremes mit so einer Formulierung. Riecht nach nix. Oh, ich liebe diese Creme jetzt schon. Das ist die Formulierung, wie ich sie bevorzuge. Cremes mit genau dieser Formulierung sind sehr selten und meistens sehr, sehr teuer. Ah, oh, ich liebe diese Creme jetzt schon. Das ist top. Love it. So, Türchen Nummer 18. Hier ist wieder was winzig Kleines, wieder ein Öl von der Firma Orang. Das hatten wir schon ein paar Mal. Brightening Blue Öl Serum. 3 Milliliter. Ein aufhellendes blaues Ölserum. Auf der Rückseite, ich kann das nicht lesen. Das ist so schwer. Nee, da steht nichts. Nee, da steht alles nur auf Koreanisch. Okay. Also das ist ein blaues Ölserum. Auch sehr, sehr intensiv vom Duft, aber nicht so widerlich wie das andere Öl. Aber jetzt auch nicht lecker. Also es ist ja gut, dass die Produkte nicht parfümiert sind. Ich will euch das nur so gut es geht beschreiben. Ja, aber es ist auf jeden Fall nicht so widerlich wie das andere. Ja, also mit dem Duft kann ich leben. Das kann ich ertragen. Ein blaues Öl. Keine Ahnung, was da drin sein soll und was es machen soll, aber es steht brightening, also soll aufhellend sein. Aber warum ist das blau? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. So, So, dann geht's weiter mit Tisch Nummer 20. Hier haben wir auf jeden Fall was Größeres. Das ist wieder von Benton. Das hatten wir auch schon. Honest Cleansing Foam. Okay, wieder ein Reinigungsschaum fürs Gesicht. Benton Honest Line. Honest Stress and Pollution. This Face Cleanser Natural Skin Bud. Okay, ich habe nichts verstanden, was ich gerade gelesen habe. Dann getestet. 30 Milliliter. Okay, das ist schon mal ein bisschen was Größeres. Mit der Größe kann ich auf jeden Fall leben. Ein Reinigungsschaum von der Firma Benton. Netz. Okay. Ja, also hier sind irgendwelche natürlichen Inhaltsstoffe, hautschonend, bla bla. Soll nicht nur reinigen, sondern auch die Haut mit Feuchtigkeit versorgen. Okay. Ja, also hört sich nach einem Naturprodukt an, keine Ahnung. Ja, wird wohl einfach nur ein mildes Schaum, also ein Reinigungsschaum sein fürs Gesicht von der Firma Benton. Alles klar. Wie viele Reinigungsschäume hatten wir hier schon? Ich habe jetzt gerade den Überblick verloren, aber es waren einige Reinigungsprodukte. Also wir hatten Öl, einen Balm und ich glaube zwei oder drei Reinigungsschaum oder Foams oder wie das heißt. Sehr viel für die Reinigung dabei auf jeden Fall. So, dann geht es weiter mit Türchen Nummer 21. Hier ist wieder was für die Reinigung. Und zwar ist das so ein kleiner Schwamm. So ein, wie heißt das, Cognac-Schwamm? Ich glaube ja. Der ist halt richtig, richtig hart. Und wenn man den nass macht, dann wird er super weich. Ich hatte sowas ähnliches schon mal, ein bisschen größer. Das ist halt so eine winzige Größe. Ich persönlich bin da kein Freund von, weil ich mein Gesicht eigentlich nur mit Händen wasche. Ja, ich benutze sowas, dieses mir zu umständlich. Aber ich werde es auf jeden Fall testen. Also der, den ich bis jetzt ausprobiert habe, der hat mir halt nicht zugesagt. Vielleicht gefällt mir der besser, keine Ahnung. Aber ich weiß, dass viele Leute sowas total toll finden und dass diese Cognac-Schwämme total beliebt sind. Ja. Riecht nach nichts. Wonach soll es auch riechen? Okay, so, dann geht's weiter mit Türchen Nummer 22. Cool. So, das ist wieder von der Marke Benton. Das hatten wir schon ein paar Mal hier drin. Das ist ein Snail Bee Ultimate Serum. Revitalizing Serum made with Feminated Snail Secretion Filtrant. Okay, das ist wieder was mit diesem Schneckengedöns. Aha, okay. Also wie gesagt, ich mag Schneckengedöns. Ich weiß, das mögen nicht alle Menschen, vor allem weil das nicht vegan ist.
Und die meisten ekeln sich auch davor, aber ich mag Produkte mit diesem Schnicken. Ich weiß nicht, wie das heißt. Ich finde, es macht wirklich fantastisch, die Haut mit Feuchtigkeit versorgen und pflegen. Und also ich habe ein paar Sachen damit ausprobiert, ein paar von AliExpress, ein paar von YesStyle, also so koreanische und chinesische Marken. Und ich mochte bis jetzt wirklich alle Produkte, die dieses Schneckensekret oder keine Ahnung, wie man das nennt, enthalten. Deswegen, ich persönlich finde es gut, aber ich weiß, dass es einige total schlimm finden werden. Okay, also so schaut das aus. Ein winzig kleines Fläschchen, da ist halt ein Serum drin, ein durchsichtiges, klares Serum. Hier sind 8 Milliliter von der Marke Benton. Wie gesagt, die hatten wir schon ein paar Mal. Und ich persönlich finde es mega, mega cool und ich freue mich darauf, das auszuprobieren. Alles klar. Wir sind fast durch. So, Türchen Nummer 23. So schaut das aus. Hier haben wir von der Firma Love Bob. Love Bob hatten wir auch schon. Melting Mask for Neck. Let it melt on your neck. Hydrating, lifting, soothing. Für Hals. Lifting, das soll den Hals strecken. Liften. Cool. Ah ja, okay, das ist wieder. Also hier sind so kleine Bildchen wieder aufgemalt, wie man das benutzt. Das ist einfach nur so ein Tuch, was man sich halt hier auf dem Hals drauf klebt. Und das lässt man wieder 20 bis 30 Minuten einwirken. Ah ja, genau, wir hatten ja die Handmaske. Das war ja hier mit diesen Pads für die Hände. Und hier haben wir halt sowas Ähnliches für diesen Halsbereich. Ja, mein Hals hat das leider nötig, weil man ständig auf dem Sofa liegt mit dem Handy und die ganze Zeit Kopf so nach unten hält. Deswegen, auch wenn ich meinen Hals extrem gut pflege und immer Serums und alles draufpacke, aber Handy und auf dem Sofa liegen, das verträgt sich nicht gut oder beziehungsweise bekommt den Hals leider nicht gut. Ja, also auf das Produkt freue ich mich auf jeden Fall sehr. Das hört sich sehr gut an. Also eine Tuchmaske für Hals hatte ich noch nie. Finde ich extrem cool, ehrlich gesagt. Mal gucken, ob die meinen Hals strafft. Okay. Wir kommen zu Türchen Nummer 24. Türchen Nummer 24. Er sieht hübsch aus. Was ist das? Also, so schaut das Produkt aus. Von der Firma Shank Pre Spa Care System Marine Gel Kapsel. 2,4 Milliliter, 6 Kapseln. Okay, hier sind diese winzig kleinen Ampullen oder Kapseln drin. Was ist denn da drin? Es Marine Gel, Royal Jelly, Phytosphingosin. Phytosphingosin. Es Marine Gel. Das ist irgendwas aus dem Meer. Da ist ein Fisch aufgemalt. Ein Hai. Royal Jelly, das ist auf jeden Fall was mit aus Bienengedöns, Bienenwachs, irgendwas. Phytosphingosin, was zum Geier ist das? Das Originalprodukt kostet 140 Euro. Tschüss. Phytosphingosin ist eine Sphingosiobase, ein grundlegender Baustein komplexer Sphingolipide. Es ist reichlich in Pflanzen und Pilzen und in Tieren vorhanden. Na super. Was soll man das sagen? Das ist irgendeine chemische Verbindung. Hier sind überall irgendwelche Bauelemente aufgezeichnet, keine Ahnung. Gegen Akne und Pickel soll das wohl helfen. Ich weiß nicht. Also es ist irgendein Inhaltsstoff, was sowohl in Pflanzen als auch Tieren vorkommt, als auch Pilzen. Soll wohl einfach gut für die Haut sein. Smooth Skin to Achievement Radiant Youthful Looking Skin. Okay. Also schützt die Hautbarriere, sorgt dafür, dass die Haut leuchtend und jung und mit Feuchtigkeit versorgt ist und so weiter und so fort. Okay, ich mach mal kurz eine auf. Ich will einfach mal sehen, wie das ausschaut. Ah, okay. So schaut das von innen aus. Also es sind halt sechs Kapseln einzeln verpackt.
Ist halt so eine kleine Kur oder für zwischendurch. Ja, finde ich sehr, sehr cool. Also scheint ein sehr teures Produkt zu sein. Wird wahrscheinlich auch sehr, sehr gut sein. Hat auf jeden Fall sehr ausgefallene Inhaltsstoffe. Also jetzt nicht irgendwas, was jedes Serum enthält, immer Hyaluron, Kollagen, bla bla, sondern hier sind wirklich irgendwelche crazy Inhaltsstoffe drin. Bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ja, ich würde sagen, das ist ein gelungenes Türchen Nummer 24. Auch wenn man, also ich persönlich kenne es nicht, aber ich finde, das hört sich sehr vielversprechend an und bin sehr gespannt, das auszuprobieren. Okay, kommen wir zum Fazit. Also die Produkte, die hier drin sind, die sind schon ziemlich, ziemlich cool, finde ich. Die Größen waren jetzt nicht so toll. Erstmal, hier waren so gut wie keine Full-Size-Größen drin. Ich glaube, 3-4 Stück. Der Rest waren so Probegrößen. Es waren ein paar sehr kleine Probegrößen, aber das waren dann meistens auch so Serien oder Öle, die man halt wirklich nur 2-3 Tropfen von benutzt. Von daher finde ich, das war angemessen. Also die Reinigungsschaumprodukte und so weiter waren etwas größer, die Serien etwas kleiner. Ich finde, von Größen war das auf jeden Fall akzeptabel. Also man kann die meisten Produkte trotzdem mehrere Wochen lang ausprobieren und nicht nur so eine Anwendung oder eine Woche benutzen. Von daher finde ich es angemessen. Also die Produkte selber kannte ich so gut wie keine davon. Also ich glaube, eine Marke war dabei, die ich kenne, und die war top. Auf die freue ich mich sehr. Ansonsten, ja doch, ich finde den Kalender wirklich cool. Also da sind sehr, sehr faszinierende Produkte teilweise dabei gewesen, auf die ich mich extrem freue, das alles auszuprobieren. Von daher, Preis-Leistungs-Verhältnis meiner Meinung nach auf jeden Fall in Ordnung, so wie es war. Und der Inhalt war sehr spannend, sehr abwechslungsreich. Also es waren halt nur Pflegeprodukte dabei, aber das wusste ich im Voraus. Von daher bin ich absolut zu 100% zufrieden und freue mich darauf, unbekannte koreanische Marken auszuprobieren. Ich meine, was will man mehr, ganz im Ernst. Ja, also von mir Daumen hoch. Ich finde den Kalender klasse. Okay, das war's. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir einen Daumen hoch. Schaltet das nächste Mal wieder rein. Ich hoffe, wir sehen uns. Bis dann. Ciao.